Hallo zusammen, heute ist wieder Goldzeit. Wir haben Donnerstag, den 7. Mai. Es ist abends 18:18 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Mein Name ist Christian Schlegel, habe die Ehre. Vor euch liegt der Chart Eine Kerze, ein Monat. Also hier seit 1997. Wolltest du mal, das habe ich lange nicht mehr gemacht, mal wieder reinholen. Hier ist das ewige Hoch. Das war in 2011 von 1920,10. Da haben wir dieses fette, fette Tal gemacht. Ich weiß ich auch noch, Bildzeitung. Oh mein Gott, geht das Gold unter 1000? Ja, haben wir nicht gemacht. Und jetzt tänzeln wir hier oben rum. Von der Monatstechnik her gelten wir natürlich hier als hoch über das MACD, aber ich habe hier kein Verkaufssignal über den Trendfolger, keins über den Trendfolger in Form von gleitenden Durchschnitt. Das sind jetzt 10 und 20 Monate. Die 200-Monatslinie ist auch gesund weit weg, alles fein. Also ich wüsste nicht, auch hier die Stochastik gilt nur als hoch. Ich wüsste nicht, was ich jetzt hier ernsthaft zu bemängeln hätte. Aber das ist halt ein Monatsding. Ja, wer handelt Gold schon auf Monate? Das sind wahrscheinlich von meinen Zuhörern nicht allzu viel. Gehen wir mal auf die Woche. Wunderschöne Aufwärtsbewegung. Ja, in meinen Webinaren ist es so, da sage ich immer, jedes Gut, was einen Preis hat, dem ein Preis unterliegt, unterliegt auch Schwankungen. Hervorragend zu sehen. Wir haben hier Aufwärtstrend, Korrektur, Aufwärtstrend, Korrektur, Aufwärtstrend, heftige Korrektur. Und wir sind schon wieder oberhalb des Bereiches vor diesem, nennen wir es mal, März-Crash. Sind wir schon wieder drüber? Das sieht gut aus, ja, auf Wochensicht. Gleitende Durchschnitte positiv, Bänder in Ordnung. Lediglich MACD ist jetzt hier schon so ein bisschen in der Horizontalen, finde ich aber nicht schlimm. Und wir sind etwas hoch von der Stochastik. Aber kein echtes Signal. Also muss mich weiter rantasten. Ich gehe an den Tag. Wir haben im März Kontakt aufgenommen mit der 200-Tage-Linie, mehrere Tage hintereinander. Das ist alles in Ordnung. Hier sind diese, was man hier so also kleinere Korrekturen sieht, das sind die großen, auffälligen Korrekturen im Wochenchart. Das hier war die heftige Korrektur. Und wir sind jetzt hier oben. Und was passiert jetzt hier? Und das ist nämlich eigentlich der Punkt heute. Wir haben verglichen mit den letzten Monaten sehr, sehr enge Bänder. Ja, wir sind hier bei 1677 und das obere ist bei 1738. Das ist nicht viel. Die gleitenden, ich mache mal das Fadenkreuz raus, die gleitenden Durchschnitte 10 und 20 Tage Linie drohen zu brechen. Ich sage das bei den Webinaren und Seminaren immer so, von den fünf Dingen, die ich mitnehme auf eine Insel, in Form von technischer Analyse-Tools, sind die gleitenden Durchschnitte das schwächste Glied. Also ich würde niemals eine Position eingehen, nur weil hier mal was dreht, nach oben oder nach unten. Würde ich nicht machen. Da muss der Rest auch dazu passen. So, aber die Bänder sind eng und neigen sich nirgendwo zu irgendeiner Seite raus. Das ist also nicht zu sagen, ist neutral. Wir handeln ziemlich genau jetzt hier bei 1709, bei der 10- und 20-Tage-Linie. Neutraler geht es fast nicht. Das MACD, gestern war das Histogramm länger, heute ist es wieder ein bisschen kürzer, ist sehr neutral und die Stochastik ist um die 50. Völlig neutral, das Gold. Da kann man nichts sagen. So, deswegen gehe ich jetzt so hin, dass ich mir über das Fadenkreuz die nächsten meines Erachtens nach wichtigen Chartpunkte raushole. Und das ist einmal dieses hier bei 1750 nach oben und das hier unten drunter an der 20-Tage-Linie 1658 und nochmal oben waren es 1750, also fast 100 Punkte auseinander. Davon mache ich es abhängig. Ich glaube, wenn wir diesen Punkt nach oben brechen, ziehen wir nochmal 100, 200 Punkte nach, dann ist der Magnetismus des All-Time-Highs bei 1920 schon ziemlich groß. Und wenn wir das hier nicht schaffen, wenn wir da drunter gehen, dann ist natürlich auch ein gewisser Frust vorhanden. Dann kann das auch nochmal die 200-Tage-Linie sehen. Ich habe euch für dieses Event Scheine mitgebracht. Das eine ist ein unlimitierter Schein von Goldman Sachs mit der Basis 1642. Da sind wir also hier ein bisschen drunter. Ungefähr hier. Dieser Schein ist dafür gedacht, wenn wir hier drüber gehen. Natürlich kann man dann näher gehen. Also im Moment hat er einen 25er Hebel, ist kein kleiner Schein. Das ist die Kennnummer, Brille aufziehen, GC19LD. GC19LD. Wie gesagt, ein unlimitierter, ein Open-End-Schein von Goldman mit der Basis 1642. Schaue ich mal, ob der 25er Hebel auch taugt für die Gegenseite, für die Puts.
Bei mir waren das 1750 hier oben. Das heißt, ich muss einen Put suchen, der ein bisschen dahinter liegt und der dann erst aktiviert wird, wenn wir hier die 1658 unterbieten. Und das bietet sich hier an. Das ist ein 26er Hebel, das mit der Basis 1773 ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC2L09. Erste Runde. Also im Moment, heute hier und jetzt, ist kein Handlungsbedarf und ich behalte diese beiden Chartmarken im Auge. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.